Wie bekommt man die Daten dieser ganzen Disketten für die Zukunft auf seinem PC gespeichert? Ein XUM 1541, so eines wie dieses hier, habe ich schon mal vorgestellt, ist also ein kleines Gerätchen, mit dem man eine physische Commodore-Floppy an einem PC anschließen kann. Über das serielle Datenkabel und in der Umwandlung dann via USB an den PC. Somit kann man am PC direkt mit der Commodore-Floppy kommunizieren und direkt die Daten der alten Disketten auf den PC übertragen. Warum also nun nochmal was Neues, wenn es ja diese Platine schon gibt? War so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Dieser Teensy, das ist so ein kleiner Single-Board-Computer, der also dafür zuständig ist, diese Datenübertragung oder Datenumsetzung vorzunehmen, der war dank Chipkrise und so weiter nicht wirklich mehr gut verfügbar und auch nicht mehr zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Dann habe ich halt mal geschaut, was da eigentlich für so ein Mikroprozessor drauf ist. Das ist eine Art Mega 32 U2. Der wiederum war relativ gut verfügbar. Und weil der gar so klein ist, habe ich mir gedacht, okay, dann mache wenigstens ein bisschen was Neues. Dann mache eben statt dieser, ja, klobigen, größeren Variante eben eine etwas kleinere. Das Ganze in einer USB-Stick-Ausführung. Das habe ich dann passenderweise XUM 1541 Slim genannt. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Soll eben nur ausdrücken, dass das die kleinere, die handlichere Variante ist. Einziger Nachteil oder Unterschied ist, der Stick, der kann keine parallele Datenübertragung. Das kann dieses XUM durchaus, dank dieses extra Steckers. Der hätte aber hier keinesfalls drauf gepasst. Dieses Kabel bei dem großen XUM, das fällt auch weg. Man steckt den Stick also direkt an einen USB-Port am PC an. Zu löten gibt es dabei heute nicht ganz so viel. Denn um diese kleine Bauform überhaupt erreichen zu können, musste ich also auf SMD-Bauteile zurückgreifen. SMD, Surface Mounted Devices, also oberflächenmontierte Bauteile. Das sind also sehr kleine Bauteile, die man so von Hand eigentlich kaum noch löten kann. Da haben wir einmal das Gehäuse. Da kommen nicht allzu viele Bauteile raus, weil nicht mehr viel zu löten ist. Und das ist die eigentliche Platine. Kann man also relativ gut erkennen, dass da ziemlich kleine Bauteile drauf sind. So sieht das also in der Vergrößerung aus. Hier ist also der Atmega, Microcontroller, Atmega 32 U2. Hier ist alles etwas kleiner. Zu löten gibt es hierbei nicht allzu viel. Das ist also einerseits mal die serielle Buchse, eben für das serielle Kabel. Und neben der seriellen Buchse ist dann also so eine USB-Steckverbindung dabei. Das sind die einzigen beiden Sachen, die hierbei gelötet werden müssen. Also heute mal eine ganz kurze Lötphase nur. Bei der seriellen Buchse ist allerdings eins zu beachten. Ich habe dieses 3D gedruckte Gehäuse, das ist also auch immer mit dabei, so gestaltet, dass dieses Modul, wenn es gelötet ist, so eingeschoben werden kann. Damit das dann danach einen halbwegs ordentlichen Abschluss gibt, muss man beim Einlöten der Serienbuchse darauf achten, dass die Lötpunkte hier möglichst flach auf der Platine sind und nicht ewig rausstehen. Das heißt, wir kürzen erstmal diese ganzen Pins. Die Platine hat eine Dicke von 1,6 mm, so genau geht es natürlich nicht, aber einfach, dass man die Pins auf ungefähr 1,5-2 mm kürzt, damit das dann schön in das Gehäuse reinflutscht. Hierbei natürlich immer darauf achten, dass die Drahtreste nicht sonst wohin flutschen und am Ende vielleicht noch eine Verletzungsgefahr darstellen. Am schlimmsten wäre das für die Augen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, aber ich sage das immer wieder gerne. Wenn es auch nur eine Verletzung verhindern kann, dann war es das schon wert, dass man das immer wieder mal erwähnt. Alle ungefähr auf 1,5-2 mm gekürzt. Ich zeige das auch mal eben im Vergleich. Das ist also eine, da ist noch nichts beschnitten. Und so sähe das dann aus. Also alle Pins etwas kürzer, damit danach der Lötkegel nicht so weit über die Platine raussteht. Die USB-Buchse wird zuerst verlötet, weil die flacher aufliegt. Hierbei darauf achten, dass die so ein bisschen hier am Platinenrand einrastet. Die ist also extra so konzipiert, dass hier der Platinenrand quasi in diese Aussparung reingreift. Und dann ist also auch eine mechanische Verbindung, eine gute mechanische Verbindung gegeben. Ich mache es dennoch so, dass ich mir erstmal einen Punkt setze und mir dann das nochmal anschaue, ob die auch wirklich schön fluchtet, diese ganze Geschichte, damit der eben schön gerade rausgeführt wird. Wenn das der Fall ist, dann die restlichen Punkte verlöten.
und danach die serielle Buchse einsetzen. Alles übrigens von der Platinenoberseite her, da ist also nichts von unten zu verlöten, unten bleibt das Ganze blank und flach. Bei der seriellen Buchse sind ein, zwei Lötpunkte dabei, die sind direkt mit diesen Groundflächen verbunden, also Masseflächen auf der Platine. Die ziehen sich hier durch, die bilden einen recht guten Wärmeleiter und leiten also die Hitze des Lötkolbens durchaus ab. Das heißt, diese Punkte sind etwas schwieriger zu löten, da also ruhig eine Sekunde länger dranbleiben oder auch die Löttemperatur etwas hochsetzen, damit das trotzdem ordentlich gelötet wird. Nach dem ersten Lötpunkt auch wieder schauen, ob die Buchse soweit plan und flach aufliegt. Ist wichtig, damit sie eben später gut in das Gehäuse reinflutscht und dann sich da ohne zu sperren quasi in die Öffnung einfügt. Wenn das passt, die weiteren Punkte verlöten. Damit sind die Lötarbeiten also auch schon abgeschlossen. Das war's schon. Lötkolben ausmachen. Alle Schritte, die übrigens notwendig sind, um das Gerät zusammenzubauen, sind also hier in der Anleitung auch genau erklärt. Im Prinzip genau das Gleiche, was ich jetzt gerade erzählt habe. Dann kommt hier auch schon der mechanische Zusammenbau. Ist also auch ganz easy. Man schiebt einfach das Platinchen inklusive Stecker in das Gehäuse. Hier einmal kurz gucken, dass der USB-Stecker durch die Öffnung passt. Dann anschieben, bis es anschlägt. Und hier ist jetzt eben der kleine Knackpunkt, dass man quasi die Platine von links nach rechts in dem Fall und etwas nach unten schieben und drücken muss. Das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich finde, dass hier meine Lötpunkte auch noch etwas hoch sind. Wie gesagt, je flacher die sind, umso besser ist es. Kann man also ruhig nochmal kurz abzwicken. Und dann einfach mit einem beherzten Ruck, Schnapp, ist es drin. Und damit passt die Geschichte. Jetzt ist das halbwegs verschlossen soweit. Sieht halbwegs ordentlich aus. Dann kommt einmal von unten eine Schraube rein, um das Ganze zu sichern. Bisschen handwarm mit ein bisschen Gefühl. Das ist ein 3D gedrucktes Gehäuse aus Resin. Hat also jetzt nicht die Wahnsinnsstabilität, aber die Schraube greift schon ganz gut. Nur eben mit Gefühl anziehen. Als letztes kommt hier noch so ein Lichtleiter rein. Das ist im Prinzip auch nur ein Stück Kunststoff, transparenter Kunststoff. Hier unten sitzt nämlich noch eine LED drin, die sowohl den Betriebszustand als auch verschiedene Arbeitszustände dann anzeigt. Das wird einfach von oben eingedrückt. Da sind extra so kleine Kerben drin, dass es dann sich gut da reinklemmt. Also einfach mit einem nicht allzu harten Gegenstand reindrücken, bis das plan bzw. versenkt eingerastet ist. Damit ist also der gesamte Aufbau dieses XOM1541 Slim bereits erledigt. Das ist soweit einsatzbereit. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich ein serielles Kabel. Das wird dann einfach hier eingesteckt mit dem USB-Port bzw. mit der USB-Seite an einen USB-Port am PC. Und die andere Seite des seriellen Kabels kommt dann an eine serielle Commodore Floppy, in dem Fall eine 1541-2. Um jetzt mit so einem XOM1541 am PC überhaupt was anfangen zu können, müssen noch Treiber installiert werden und auch eine Software, damit man also schön über eine grafische Oberfläche bequem damit arbeiten kann. Diesen Installationsvorgang habe ich damals schon mal gemacht für dieses große XOM1541. Dieses kann die parallele Datenübertragung, dieses kann nur seriell. Abgesehen davon sind die beiden vollkommen identisch. Deswegen ist also der Installationsvorgang für das XOM1541 Slim und das große XOM1541 vollkommen identisch. Ich spiele also jetzt diesen Abschnitt ein, den ich damals für das große XOM1541 erstellt habe, wie man eben diese Software und die Treiber auf einem Windows 10 PC installiert. Die, die das schon kennen, die das schon mal gesehen haben, brauchen sich das natürlich nicht nochmal anschauen, die können das überspringen, die werden dann nämlich nichts mehr Neues lernen. Damit sind wir bereit, das XOM1541 das erste Mal am PC anzuschließen und dort einzusetzen. Hierfür ist ein bisschen Software zu installieren. Diese Programme habe ich auf der Produktwebsite hinterlegt zum XOM1541. Man findet das dann unten in dem Bereich Bitte beachten. Für den Betrieb ist Software aus dem Internet herunterzuladen. OpenCBM und CBMXFair. Ich habe mir die hier schon mal runtergeladen. CBMXFair und OpenCBM. Das ist ein nagelneuer Windows 10 Rechner, da ist jetzt also noch gar nichts vorab drauf gespielt. Und jetzt gehen wir den Installationsprozess einfach mal nach Anleitung durch. Dazu habe ich mir jetzt als erstes mal den Gerätemanager aufgemacht. Da taucht das XOM1541 nämlich als erstes auf.
Jetzt also einfach das XOM1541 anstecken und an einen freien USB-Port am Rechner stecken. Und schon ploppt das XOM als unbekanntes Device im Gerätemanager auf. Jetzt geht's weiter mit Rechtsklick, Treiber aktualisieren. Auf meinem Computer hier durchsuchen. Ich habe mir das ja hier in meinen XOM und jetzt geht es zuerst los mit dem OpenCBM-Paket, weil das der Treiber ist. Also OpenCBM, okay und weiter. Treiber werden installiert. Möchten Sie installieren? Ja. Wurde erfolgreich installiert. Und schon ist mein XOM als USB-Device erkannt. Wird auch so angezeigt, XOM1541 USB-Floppy-Adapter. Es gibt Windows-Versionen, ab Windows 8 ungefähr. Da kann es sein, dass der Rechner die Installation von unsignierten Treibern, und das ist ein unsignierter Treiber, verweigert. Da muss man einen kleinen Klimmzug machen und einmalig dem Windows erlauben oder befehlen, dass es diesen unsignierten Treiber installieren soll. Das ist aber eben nur einmalig. Wenn der Treiber installiert ist, ist da in der Folge kein Problem mehr zu erwarten. Das ist auch in der Anleitung dann ganz genau beschrieben. Danach ist im OpenCBM-Ordner die Datei Install zu starten und zwar mit Rechtsklick als Administrator ausführen. Die Abfrage natürlich mit Ja bestätigen. That's it, I'm finished. Drücken Sie eine beliebige Taste. Das hat also auch funktioniert. Jetzt wäre das XOM1541 bereits betriebsbereit. Man könnte bereits über die Eingabeaufforderung damit arbeiten. Ist natürlich sehr unkomfortabel. Deswegen installieren wir jetzt noch das CBM X-Fair hinterher, die grafische Oberfläche, um mit dem XOM arbeiten zu können. Einfach auf Setup, wie man ein Programm eben installiert. Und hier ist jetzt darauf zu achten, dass man genau den Ordner nimmt, in den OpenCBM zuvor seine Software installiert hat. Sonst findet das CBM X-Fair später Dateien nicht. Also diesen Ordner angeben, auf OK und auf Installieren gehen. Soll es eine Programmgruppe anlegen? Ja. So, wurde installiert und dann sollte auch ein Startmenü-Eintrag da sein. CBM X-Fair neu. So. Das ist also der erste Bildschirm vom CBM X-Fair. Ich hatte jetzt noch keine Floppy angesteckt. Das ist generell zu empfehlen, wenn man das CBM X-Fair startet. Es schaut nämlich direkt beim Start, ob schon eine Floppy dran ist. Hole ich gleich nach. Hier kann man auf OK gehen. Und das ist also die Oberfläche vom CBM X-Fair. Man hat links den lokalen PC, die Daten auf dem lokalen PC und rechts eben das Floppy-Laufwerk. Jetzt stecke ich das mal eben an. Das Diskettenlaufwerk ist jetzt angesteckt und eingeschaltet. Wenn ich jetzt hier mal auf Status gehe, dann sucht er also neu und hat eine Floppy gefunden. Das hier ist die Angabe oder das Auslesen des Floppy-Kanals. Da stehen also ein bisschen ein paar Sachen drin über die Floppy, beispielsweise ob sie gerade einen Read-Error oder sonst was gemacht hat. In dem Fall ist alles okay. Hier steht also die Betriebssystem- oder die ROM-Version des Floppy-Laufwerks drin. Soweit also zur Einrichtung eines XOM1541 an einem Windows-PC. Was man jetzt damit alles anstellen kann, wie man Daten von den alten Disketten auf dem PC bekommt oder auch mal andersrum, vom PC auf Diskette, das zeige ich in einem anderen Video. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.